Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Ja, wir sind in der letzten Folge mit den Garagen nicht ganz fertig geworden. Die Folge wurde immer länger. Ein bisschen verquatscht, verfahren und hast du nicht gesehen, wie immer, man kennt es. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, die letzten beiden Garagen noch zu holen hier, damit wir den Auftrag da mal abschließen. Oh, ach komm, nicht schon, ey, das ist so scheiße, ne? Warum? Wenn du ein bisschen schneller fährst mit den Fahrzeugen, ne, und dann ganz leicht längst, Junge, die gehen sofort ab, ey. Da musst du echt so aufpassen. Lass mich raten, er zieht wieder nach rechts. Er zieht wieder nach rechts. Danke für gar nichts. Ach Mann. Kann nicht wahr sein, wie dumm bin ich denn? Ja, offensichtlich sehr dumm. Würde ich nicht jedes Mal da ins Grätschen kommen. Naja, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg hier zum Stahlwerk. Die letzten beiden Garagen holen. Und dann weiß ich nicht, kann sein, dass der Auftrag dann damit schon abgeschlossen ist oder nicht. Ich gehe mal fast davon aus. Ich habe jetzt nicht mehr in die Auftragsdetails geguckt. Hier auch, boah, Junge, ganz leicht nur und grätsch, Junge. Ich glaube, ich mache noch mal einen Zwischenstopp in der Werkstatt. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, ey. Oh Mann, ey, ich zersemmel hier aber auch jedes Mal meine Fahrzeuge, das ist unfassbar, ne? Ich meine, ja, okay, ich fahre nicht langsam oder nicht zimperlich, sagen wir es mal so. Aber es ist dann doch ein wenig dumm. Naja gut. Was wollen wir machen? Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier wieder in mein Firmengelände fahre, jagt er mich dann wieder hier raus oder jagt er mich dann hinten raus, wo der Auftrag ist? Wahrscheinlich wieder da, wo der Auftrag ist, ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das Blöde ist, wenn der so einen Schaden hat und du stehst mit dem, dann bewegt der LKW sich. Warum auch immer. Keine Ahnung, was das ist. Moment, warte mal. Sind wir hier richtig? Wo ist denn mein Firmengelände hier? Da hinten. Da hinten ist mein Firmengelände. Fahren wir mal schnell dahin. Ja, das sind so Sachen, die kosten Zeit, ne? Und sind unnötig. Muss man nicht haben oder machen oder wie auch immer. Aber passiert, ne? Kann man ihn ändern. Der Bus, der steht immer noch da, ne? Der steht auch schon seit Ewigkeiten da rum. Hat den da irgendjemand vergessen oder so? Ist der Busfahrer da eingeschlafen oder Schlimmeres? Man weiß es nicht. Ja, Moment. Zack. Den schnell einlagern. Ja. Okay, so, Moment, jetzt muss ich, warte mal, wie geht das? In den Fuhrpark. Und den hier auch eben einlagern, weil dann können wir so beide eben schnell reparieren. Und dann zurück, ab in die Fahrzeughalle. Halt, ne, das war nicht. Wo ist er? Einmal vormachen hier, bitte, danke, genau, den einmal. Alter Schwede, hat ja richtig Schaden gekriegt. Okay. Und den auch eben reparieren. Okay, alles klar. Sehr schön, vielen Dank. Dann können wir den wieder auslagern. Und wo ist der andere jetzt? Na komm, mach. Ah, es dauert immer so lang hier, ne? Na komm. Dass es immer so langsam geht, warum? Halt, stopp, stopp. Obwohl, es ist eigentlich egal, ob ich den oder den. Also, wir nehmen jetzt den, passt schon. So. Zack, und rein in den LKW. War echt wieder jetzt seltenst dämlich, aber gut. So kenne ich mich. Habe eine Orbit-Kamera und auf geht's.
Aber jetzt stehen wir auch wenigstens hier, ne? Ich glaube, das lag jetzt daran, weil wir auch hier hingefahren sind. Welcher dieser Autos ist das Chefauto? Also entweder der rote SUV hier oder der dicke Audi da hinten. So, Rainer, Rainer. So, dann wollen wir jetzt mal hier bitte vorsichtiger fahren. Wäre nicht schlecht, wenn ich hier etwas sanfter durch die Gegend eiere. Vorsicht! Auf der Straße geht es einigermaßen, ist zwar auch schlimm, aber da geht es besser als auf dem Kies da im, oder auf dem Schotter auf dem Kieswerk. Naja gut, passiert, ne? Können wir nicht ändern. So können wir auch unser Geld minimiert. Gar kein Problem. Und ich sage, ich bin ja jetzt nicht übermäßig schnell unterwegs, würde ich jetzt mal so behaupten eigentlich. Ne? So, rein hier. Wo halt? So. Ah, ne, genau. So, danke. Und hoch damit. Und ablassen. Genau. And the last one, please. Vielen Dank. Ja, theoretisch könnte ich den Kranwagen hier stehen lassen, ne? Den brauch, obwohl ja, was haben wir das Ding mit den 10 Fahrzeugen, die man maximal halt irgendwo hier stehen haben darf, ne? Aber trotzdem, den brauchen wir hier mehr oder weniger öfters. Also zumindest kommt darauf an, was wir laden. Hä, hey, was? Oh, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte die Gemüse an knüddeln. So, Licht an. Besser ist das. Oh Leute, es regnet schon wieder draußen. Herrlich, ein Traum. Es ist ein Sommer, der ist... Ich habe das Fenster auf und habe es nicht gesehen, aber auch nicht gehört, aber ich rieche es. Man riecht Regen, ne? Der Sommer ist traumhaft. 2 Wochen Urlaub gehabt. Und yeah, nicht einen einzigen sonnigen Tag dabei. Nicht ein sonniger Tag. Ganz ehrlich, was willst du da? Was will man dazu sagen? Du sagst am besten ja nichts zu. Das ist so traurig. Jeder redet hier von globaler Erderwärmung und sowas. Wo ist die? Also hier bei mir ist die noch nicht angekommen. Naja gut, okay, macht mal keine Scherze drüber. Ne? Der war schlecht. Nehme ich zurück. Da haben andere Leute viel mehr Probleme. Die hätten sich auch mehr über Sonne gefreut als über Regen. Das war auch katastrophal, ne? Absolut unnötig. Aber gut. Bleibt noch nicht aus, leider. Boah, dieser Hügel hier, ne? Der macht mich fertig, ey. Okay, alles klar, perfekt.
Perfekt. So, jetzt vielleicht hier ein bisschen langsamer fahren. Danke. Da kommt noch mal so ein Hügel. Das ist ja kein Hügel, das ist ja nur eine Bodenwelle, ne? Und die hebelt mich so hart aus, ne? Die gute Garagenlieferung hier. Hier diese Straße, ne, die bietet sich ja eigentlich auch für einen Blitzer an, ne? Nur mal so am Rand bemerkt. Stopp, stopp, stopp. So, alles klar. Also Leute, nicht falsch verstehen, ne? Das, was ich gerade eben mit dem Regen gesagt habe oder so, ne? Ich wollte jetzt da keinen dissen oder sonst irgendwas, ne? Also ich finde das, was da passiert ist, katastrophal und absolut schlimm. Nicht, dass das jetzt irgendwie einer jemand irgendwie in den falschen Hals bekommen hat. Das war nicht meine Intention. Ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass es mich so nicht getroffen hat und auch keinen meiner Bekannten oder also beziehungsweise doch über Bekannte von Bekannte, die hat es erwischt und Alter, das ist schrecklich. Fuck. Muss absolut nicht sein, braucht kein Mensch. ich bin da halt ein bisschen jetzt abgeschweift wegen kein Sonntag in meinem Urlaub. Problem ist einfach nur, kriegt man halt immer oder manchmal dann zu schnell in den falschen Hals und man glaubt dann, man würde sich darüber lustig machen. Niemals würde ich das tun. Ja, komm, dann setz dich da hin. Passt schon. So. Drehen. Kriege ich sie da jetzt überhaupt dazwischen? Ja, wahrscheinlich. Ja, muss ich irgendwie, ne? Irgendwie wird das klappen. So. Ja, passt. Juhu! Mach den Bereich frei. Zack. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Was ist im Auftrag? Transport, fertig, Garagenlieferung und Bauplatzvorbereitung. Erfolgreich abgeschlossen. Du bist es. Wer, wenn nicht du, wer sonst? Juhu. Jetzt würde ich hier noch gerne irgendwie einen Screenshot von machen. Irgendwie so. So. Ja, so. Passt. Nice. Sehr schön. Dann können... ey Leute, könnt ihr mal einen Druck abwarten hier? So, ey, kaum ist die Baustelle hier freigegeben, ist hier Chaos SF. Was ist denn hier los bei euch? Was stimmt bei euch nicht? So, jetzt können sie wieder fahren. Sehr schön. Okay, was machen wir als nächstes? Wir haben keine Ahnung. Wir schauen mal in die Aufträge, würde ich sagen. Zack, Ausschreibungen. Was haben wir denn hier? Straßenbau, Feldwegbefestigung. Hm. Fahrbahnsanierung, Kanalarbeiten. Hm. Fahrbahnsanierung. Alter, willst du mich verarschen? Windkraftanlage. Mhm. Erschließung, Neubaugebiet Südost. Mhm. Container liefern, eingestürzte Straße. Alter, wie viel Straßenbauaufträge? Okay, wir müssen echt noch viele Straßenbauaufträge machen, ne? Pass auf. Dadurch, dass wir so viele noch machen müssen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Machen wir doch mal einen. Oder zumindest fangen wir mal mit einem an. Weil wir haben so viele noch zu tun hier.
Fahrbahnsanierung, Fahrbahnsanierung, komm hier, Fahrbahnsanierung machen wir hier die zuerst, komm, zack. Warum nicht? Ich bin ja gefragt worden von, oh Gott, wer war das jetzt? Robert Helbig, warst du das? Ich bin mir nicht sicher. Fräse folgendes. Ja, fräsen mal später, Moment. Moment, fräsen. Ob ich das nicht schon oder ob wir den Auftrag nicht schon gemacht hätten, beziehungsweise ob ich den nochmal gemacht hätte oder sowas. Nein, hatte ich ja auch nochmal in die Kommentare geschrieben. Das sind einfach, ne, wir haben noch, guck mal hier, ich meine, na, jetzt siehst du es ja nicht, aber hier ist jede Straße irgendwo, ist irgendwas zu machen. Wie jetzt hier. Natürlich wiederholt sich der Ablauf an sich, logisch. Aber ich könnte auch sagen, so von wegen, okay, wir haben so viel Straßenbauaufträge oder sowas. Ich breche das ganze Let's Play ab, weil wir haben alles gebaut. Wäre jetzt auch nicht gerade das Geile, ne? Muss ich jetzt mal so dazu sagen. Deswegen, also ich mache die Aufträge nicht doppelt. Wobei, Moment, einen muss ich nochmal wahrscheinlich doppelt machen, aber da habe ich. Stimmt, da wollte ich noch nachgeguckt haben, ne? Das habe ich völlig vergessen. Fällt mir gerade so ein. Ja, mache ich noch. Bei dem einen Auftrag, wo wir da noch was offen haben, den wir da gemacht hatten. Ich glaube in der vorletzten, vorverletzten Folge irgendwie sowas. Der halt. Oh nein, scheiße. Ach, die Bremsen, ne? Ich vergesse es jedes Mal, dass die Bremsen so schlecht sind. Wo wir auch diesen Bauplatz vorbereitet haben. Den muss ich mir nochmal angucken. Also den werde ich dann nochmal machen. Ach komm, jetzt fahr doch hin. Das wird jetzt alles gut. Den werde ich mir nochmal anschauen. Aber ansonsten, wie gesagt, also klar wiederholen sich Aufträge in dem Sinne vom Ablauf her, aber es ist dann entweder eine andere Straße oder was weiß ich, irgendwas ist halt immer. Nur halt irgendwo ist dann auch mal hier die Nummer ausgereizt, dann dementsprechend. Ich meine, hier waren wir jetzt auch schon, ne? Wir hatten ja jetzt beim, wann war das? Da haben wir hier das Teilstück gemacht. Genau das, wo ich jetzt hier stehe. So, da war ja hier der Wagen, der mir hier die ganze Zeit im Weg stand. Und jetzt sind wir hier bei diesem Teilstück. Das sind halt alles so kleine Aufträge, die wir halt nebenbei auch noch machen müssen, ne? Also, was heißt müssen? Gibt halt die Möglichkeit, ich mach die, oder gibt halt die Möglichkeit, Let's Play beendet. Und irgendwie macht es mir noch zu viel Spaß, dass ich sagen würde, so von wegen, ey, Let's Play beendet. Von daher, ne, geht das hier weiter. So, wo habe ich hier meine Straßenfräse? Da. Auslaufen. Dankeschön, Kaltfräse. Ja, damit. Orbitkamera. Oh, halt. Zurück. So. So, jetzt mal, Moment, warte mal, wenn ich jetzt hier runter liefern lasse, kostet das was? Nein, das ist umsonst, perfekt. Wenn man die hier in die Straße rein liefern lässt, ist es umsonst, das ist okay. So, die müssen wir jetzt abfräsen. Erinnern wir uns mal an unser Lehrgang, den ich mir jetzt ehrlich gesagt noch mal reinziehen müsste, damit ich die Maschine noch mal kann. Ich konnte doch, warte mal, wie ging das jetzt? Ich muss doch hier irgendwie den Topister noch holen. Ne? Fräsen ein ausschalten. Nee, warte mal, wie ging das denn jetzt? Ach Gott, ich habe schon wieder. Hier, siehst du, Leute, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe es schon wieder vergessen. Wie konnte ich den Hyopiler noch mal beauftragen? Warte, Moment. War das nicht mit dem? Den musste ich dort davor setzen, glaube ich. So. Nein. So. Wie konnte ich hier nochmal beauftragen? Ich habe es vergessen. Helfer aktivieren. So ging es, genau. Tada! Ich hab's wieder rausgefunden. Herrlich. Aber wollen wir hier mal anfangen zu fragen. Hallo, Kollege, wo will er hin?
irgendwie nicht ganz frisch in der Birne, ne? Kann das sein? Entschuldigung, könnten Sie ein Stück weiterfahren? Digga, der Helfer ist die absolute Katastrophe. Okay, Moment. Was machst du denn hier, Typ? Ey, wo fährst denn du hin? Was? Ernsthaft? Was für eine Aktion hatten die da vorgehabt? Wo wollte der denn hin? Okay, Moment. Wir stellen den mal hier hin. Also für so eine Aktion brauche ich keinen Helfer. Was ein Hi-Opa, ey. Oh Gott, ey, voll. Moment. Der Schniepel da vorne ist viel zu lang. So, Moment. Stückchen zurück. Ja, so. Zack, zack. Helfer aktivieren. Fräse an. Wo fährt der denn hin? Ey, Junge, was tust du da? Was ist dein Plan? Frage für einen Freund. Was ist dein gottverdammter Plan? Wenn ich die Fräse hier anschmeiße, passiert nichts. Ernsthaft, was hat der vor? Also da brauche ich keinen Helfer, Junge, das ist doch... Was machst du hier? Du fährst meinen LKW kaputt und mehr nicht. Du kannst nichts. Wofür stehst du hier? Okay, Leute, verzichtet auf den Helfer, der ist sinnlos. Das ist... Katastrophe. Was tut der da? Vor allen Dingen, ich habe keinen Plan, was er vorhat, wo er hin will. Nein. Doch, meiner Kippe ja. Jetzt fährt er wieder in der Schilddrüse. Ernsthaft, was tut er? Alter, hat der gesoffen? Ist mal im Ernst. Der wirkt ein bisschen so, als wäre der strunzend voll. Als hätte er den Arsch zu, ey. Junge, 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 ey. Was stimmt bei ihm nicht? Hallo? Helfer? Hallo? Boah, Junge, der Typ ist eine Katastrophe. Der ist die reinste Katastrophe. Was tut er? Was tut es? Was ist dein genauer Plan, mein Freund? Erklär's mir, damit ich's verstehe. Ich will's ja nur verstehen. Der Rest ist mir dann am Ende auch noch egal. Aber ich will's nur verstehen. Ich will nur wissen, was dein Ziel ist.
Jetzt aktivieren. Der fährt einfach bei den Leuten in die Bude rein. Ey, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Was tut er? Ah, jetzt, Moment, jetzt fährt er einigermaßen vernünftig, oder? Bleib stehen. Ja, genau. Moment. Kann ich den jetzt entleeren? Yep. Und er ist sogar noch aktiv. Okay, alles klar. Ich glaube, er hat es verstanden. Ich glaube, er hat seinen Job verstanden, was er zu tun hat. Es wirkt zumindest so. Nicht hundertprozentig, aber ich schütte die Hälfte daneben. Was macht er da? Und fahr jetzt nicht wieder bei den Leuten ins Haus rein, Junge. Die armen Leute. Was sollen die von uns denken? Wir sind ein seriöses... Was? Wow, ich habe 35.000 Überschuss. Wir sind ein seriöses Bauunternehmen, mein Freund. Da kannst du nicht hier fahren, als hättest du gesoffen, bis ich weiterkomme. Mal abgesehen davon, du kannst nicht saufen, wenn du arbeitest. Das stimmt bei dir nicht. Also kannst du schon, aber dann musst du deine Arbeit gut für machen. Komm, fahr davor. Also, Leute, ich habe die starke Vermutung, dass mein Helfer hier ziemlich hart einen sich hinter die Binde gekippt hat. Das wirkt auf jeden Fall so. Sorry dafür, also nehmt euch da kein Beispiel dran, ne? Also das ist absolut, ne, geht gar nicht in meiner Firma eigentlich. Komm hier, Kollege, komm mal jetzt wieder mit zurück hier. Oder er ist einfach nur dumm und weiß nicht, was er zu tun hat. Das könnte auch sein. Wobei ich sagen muss, ich achte da schon beim Vorstellungsgespräch drauf, ne? Wen stelle ich da ein? Hat er ein bisschen was auf dem Kasten? Kann er 1 und 1 zusammenzählen? Kann sein, dass ich bei ihm irgendwie irgendwas übersehen habe oder so? Ich weiß es nicht. Könnte man meinen, ne? Na, ich glaube, jetzt hat er es begriffen. Ich glaube, jetzt hat er seine Aufgabe geschnallt. Oder er ist nüchtern geworden, kann auch sein. Dass er den LKW nicht einen Meter gerade rückwärts setzen kann. Was ist denn da los bei dir? Ja, genau. So, siehst du, so geht's doch. Läuft doch bei dir. Ich glaube, er ist wieder nüchtern. Jawohl, sehr schön. Mach den Bereich frei. Kein Problem. Moment, die brauchen wir ja nicht mehr. Das heißt, die können wir erstmal wieder einlagern. Und hier machen wir erstmal eine Entleerung. Juhu! Tada! Asphaltiere folgenden Bereich.
Ja, das werden wir doch glatt tun, oder? Das wollen wir auch tun. Jetzt fahre ich erstmal den LKW hier rüber. So, zack. Der ist bestimmt total im Sack jetzt, der LKW, ne? 100 Pro, ey. Ach, nee, herrlich. Naja, egal. Aber das machen wir mit dem Asphaltieren erst in der nächsten Folge. Gerade gesehen, wir haben uns auch schon wieder mega lange aufgehalten. Oh Mann, ey. Naja, was soll's. Ist halt so, ne? Können wir nicht ändern. Wir setzen erstmal hier die ganzen Fahrzeuge wieder zurück. Ja, moin, ey. Ja, versperrt fast gar nicht den Weg. Aber gut. Nein. Was soll's. Fahrt überspringen. Und dann müssen wir schon mal, oder können wir schon mal, die Fahrzeughalle betreten, nee, den Fuhrpark betreten, vielmehr. Und da brauchen wir unser Asphaltgerät. War das nicht hier irgendwo da? Wobei bei dem, warte mal, was haben wir hier? Was haben wir da für eine Breite? 6 Meter Breite. Schwarze. Brauchen wir einen Schwarzdecken? Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir schauen mal gerade. Das machen wir noch eben. Betreten. Wir schauen doch mal, was gibt es denn hier noch alles? Also, ne, wir wollen ja noch irgendwie ein. Oder was heißt wollen? Ich muss hier noch Fahrzeuge kaufen. So, jetzt ist die Frage, was kaufen wir? Gebt mal Tipps ab. Wo seid ihr der Meinung, was sollten wir safe noch kaufen? Warum bin ich jetzt. Ich bin noch. Hä? Ich war doch beim Fahrzeughändler, oder nicht? Betreten, ja. Ach nee, ja, ist okay, vergiss es. Ich habe ja noch hier den Dingens dran gehabt. So, was sollten wir safe noch kaufen? Also, wir gucken mal bei Asphaltieren, weil, ne, da sind wir jetzt sowieso gerade dran. Wir haben hier 6 Meter Breite, den haben wir schon, auch mit 6 Meter Breite, und den haben wir auch mit 6 Meter Breite. Ja, moin, alles klar, die haben alle 6 Meter Breite. Okay. Brauchen wir noch einen größeren oder einen anderen Schwarzdeckenfertiger? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, generell brauchen wir nicht überhaupt keine anderen Fahrzeuge, aber ja, irgendwie. Hallo? Den Filter hier sitzen. Achso. Irgendwie brauchen wir ja trotzdem mal. Der hier, der wird mich interessieren. Dieser Muldenkipper wird mich noch interessieren. Den kaufen wir jetzt mal. Pass auf. Kaufen. 103. Ja, nehmen wir. Zack. Vielen Dank. Möchtest du einen Lebensanspruch nehmen für 500? Oh, Trophäe erhalten. Fuhrparkkönig. Ach, guck an. Siehst du, zack, so schnell geht's. Wir haben eine Trophäe erhalten. Jawohl. Können wir das Fahrzeug direkt zur Baustelle liefern. Ja, liefern wir dahin. Passt schon. Alles klar. Herausforderung gemeistert. Jawohl. Fuhrparkkönig. Ja, komm. Dann schauen wir uns das doch direkt mal an. Wenn wir schon einmal jetzt hier eine Herausforderung gemeistert haben, dann müssen wir auch direkt mal schauen, was wir hier geholt haben. Fuhrparkkönig ist wo? Vollpins, blablabla. Was ist ja bescheuert, wenn du hier drauf guckst und hier runter scrollst. Pumpmeister, Roadrunner, versteckte Trophäen. Moment, wo ist denn der Fuhrparkkönig? König der Lüfte? Nee. Na, wo haben wir denn? Gründlich. Straßenfinanziert sind wir bei 48%. Ach du Scheiße. Also da müssen wir auf jeden Fall noch megamäßig viel machen. Lass den Esel weitergehen in dein Zimmer, Mietwagen, Flotten. Ah, hier, warte mal. Fuhrparkkönig, 30 Fahrzeuge. Sprich, wir brauchen noch 10 Fahrzeuge, müssen wir noch kaufen. Guck an. Ja, dann wissen wir doch da auch schon mal Bescheid. Wenn wir den Fuhrparkkönig gerade bekommen, wir brauchen 40.
Ja, ne, also da sehe ich uns doch. Moment, warte mal. Da sehe ich uns doch direkt noch eine Maschine kaufen. Und zwar, weil wir ja da noch am Asphaltieren sind. Ah, drückt mal die falsche Taste, natürlich. Ach nee, ach komm, ey. Jetzt, Mann, ich verdrück mich auch noch tausendmal. Das kann doch nicht wahr sein. Da wollte ich schon gar nicht hin. Gut, jetzt bin ich hier. Aber da wollte ich gar nicht hin. Betreten, so. Da wollte ich hin. Mann. Und jetzt hier Filter aus. So, das wollte ich machen. Genau. So, Erde verdichten, Asphalt verdichten. Genau. Da will ich hin. Und zwar. So, hier, das Ding haben wir. So. Die haben 1500 Meter, 1500 Millimeter, 1500 Meter wahrscheinlich. Was können die? 75 kW Einsatzgewicht, 9320, 9330. Die hat zwar mehr kW hier, aber die hat hier mehr Einsatzgewicht. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Die haben wir, die haben wir. Wir haben so eine. Ich hätte schon gerne eine hier mit dieser Metallrolle da, ne? Also ich weiß nicht, ob das das andere da ist, ob das auch Metall ist oder was. Keine Ahnung, aus welchen Materialien solche Dinger bestehen. Das hier sieht aus wie eine Stahlrolle oder Edelstahl oder was auch immer. Tandem-Vibrationswalze, Bomag. Kaufen. Nehmen wir die doch mal. Ja, möchte ich. So, und das Ding, ja, toll. Mit dem sind wir jetzt sinnlos hier rüber gefahren, aber gut, okay, das macht nichts. Dann stellen wir den jetzt einfach hier hin. Fall überspringen, passt. Und dann brauchen wir nämlich nur noch 9 Fahrzeuge zu kaufen. Und das ist doch schon mal richtig nice, oder nicht? Hier, unsere zwei neuen Fahrzeuge. Ein Träumchen in Weiß und Gelb. Sehr schön, oder? Nice. Ja, damit können wir doch safe hier nice die Folge auch beenden. Das lief doch richtig gut. Würde ich sagen. Warte mal. Einmal nochmal hier schnell rein. Gucken wir uns das ganze Ding nochmal eben an. Lalalala. Mullendeckel öffnen, schließen. Tada. Klappe auf. Das kann ich eigentlich nur dort und abladen. Und zurück. Okay. Ja, sehr schön. Very nice, very nice, very nice. Da haben wir doch auf jeden Fall mal was Neues, Schönes gekauft. Ich fahre damit auf jeden Fall mal Asphalt holen. Brauchen wir ja eigentlich nicht, aber das machen wir auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall mal, weil, ne, das Ding müssen wir auch mal benutzen. Kann ja nicht nur nagelneu im Lager stehen. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge hier vorwärts kommen. Ist ja eigentlich nicht mehr viel. Ein bisschen Teer drauf, platt fahren, fertig. Sollten wir hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren. Ein Däumchen wäre sehr, sehr nett. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, na, fahren wir den direkt wieder kaputt. Immer dieser Ruckler. Immer hier und immer fahre ich in die gleiche Karre. Naja, vielen, vielen Dank. Und ich sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao.